Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zum zweiten Teil des Fire TV Cube Installationsvideo, also der Fire TV Cube, der neue von 2022. Wir haben das jetzt so eingestellt, wie wir haben wollen, also die Standard-Apps. Bild habe ich mir auch noch nicht eingestellt. Hier sind die Standard-Apps, alle von Amazon, ganz normal aus dem App-Store. Da gebe ich Maiko noch später noch ein Video, ein Tipps und Tricks Video wird auch noch kommen. Wir wollen aber auch noch andere Sachen installieren. Ich kann jetzt hier nicht so ins Detail gehen, weil wenn ich das genauso betone, dann sagt YouTube wieder, oh, das ist nicht von Amazon, das wollen wir nicht. Also um mehr Sachen machen zu können, brauchen wir die Entwickleroption. Da gehen wir auf eine Zahnrad, dann gehen wir unten auf Fire TV. Ich habe es jetzt schon frei. Dann gehen wir auf Info und dann hier oben Fire TV Cube. Da einfach ein paar Mal hintereinander drücken, dann kommt hier unten ein Timer und dann sind die Entwickleroptionen frei. Dann könnt ihr einmal zurückdrücken, also mit der Taste zurück, und dann habt ihr unter Info Entwickleroptionen. Da geht ihr einfach rauf und da könnt ihr unbekannte Quellen, ja, da sind schon die Apps drin, und ADB-Debugging anschalten. ADB-Debugging ist für für das Netzwerk zuständig und so. Also kann jeder Nutzer in meinem Netzwerk hier irgendwie Sachen zum Fire TV schicken. Das ist halt früher wichtig gewesen für die App-to-Fire-App. Die gibt es ja nicht mehr. Also gibt es schon, aber die neuen Geräte funktionieren nicht mehr damit. Also man kann vom Handy nicht mehr sagen, hier, pass auf, installier die Sache mal rüber. Deswegen, wir brauchen nur unbekannte Quellen. Und unbekannte Quellen machen wir hier einfach die App Explore machen wir einfach mal an, ja, dass die halt Sachen installieren darf. Die werde ich euch auch verlinken zum Amazon Store. Die gibt es ganz normal bei Amazon und den Downloader, den könnt ihr auch ganz normal bei Amazon. Den habe ich immer drauf, da werde ich später mal Videos machen. Aber wichtig ist halt diese Explore App. Da gehen wir dann auf die Explore-App. Wo habe ich sie denn jetzt hingepackt? Da gehen wir rauf. So, da müssen wir jetzt sagen, erlauben. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, verschiedene Sachen einzuschalten. LAN, also hier drüben. So, LAN, FTP. Webspeicher. Für uns ist der Webspeicher interessant. Da gehen wir rauf und sagen neuen Webspeicher hinzufügen. Und hier kommt dann Dropbox, Amazon Cloud, alles Mögliche. Für mich ist jetzt OneDrive interessant. So, jetzt muss ich bei OneDrive meine Daten eingeben. Moment, da mache ich mal kurz einen Cut. So, ich habe jetzt meine Daten eingegeben, bestätigt. Da kommt noch dieser Sicherheitscode und so. Und ich kann jetzt auf meine Cloud zugreifen. Hat jetzt natürlich den Vorteil, ich muss jetzt gucken, wo die Fotos sind, die man zeigen kann, darf. Ja, hier zum Beispiel das, da war ich bei Dagon. Ja, da könnt ihr dann ganz normal auf eure Cloud zugreifen. Ihr könnt dann hier hin und her wechseln. Ja, da hat Dagon gegrillt. Da ist das Video, wo ich mit dem Bogen schieße. Odin und der Wolf. Und es funktioniert auch sehr flüssig. Wie ihr seht. Ich mach mal weg, nicht, dass er YouTube meckert wegen Bogen, aber ist ja nur ein Flitzebogen. Und somit könnt ihr praktisch auch Videos und, weil ich nehme ja OneDrive, weil ich habe in meinem Handy das so eingestellt, wenn ich Fotos und Videos mache, gehen die automatisch in die Cloud. Also werden automatisch in die Cloud geladen und die kann ich jetzt hier abrufen. Also ich brauche jetzt nicht mehr auf den USB-Stick ziehen, auf der Festplatte ziehen, irgendwas machen. Nö, wenn Frauchen, die Kids und ich oder so, wir uns jetzt sagen, komm, lass uns mal alte Fotos angucken, wo Juna Kleen war oder wo wir bei Madame Tussauds waren oder im Dinoland oder was weiß ich wo. Einfach hier raufgegangen, den passenden Ordner rausgesucht und fertig und wir können loslegen. Kann man natürlich auch für APKs benutzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben ja gerade unbekannte Quellen aktiviert und wir haben auch
ihr sagt, also dass die App hier unbekannte Quellen installieren darf. Sozusagen. Und dann gehen wir dann einfach wieder rein. Und wir sind immer wieder, also es bleibt auch alles schön gespeichert. Da geht nichts verloren. Und guck mal, da habe ich ja einen Ordner. Muss mal gucken, wo das jetzt ist. Ich mache mal kurz einen Cut, weil das kann ich, darf ich ja nicht zeigen. So. Wir sind jetzt nochmal bei Apps drin. Und guck mal, da sind ja neue Apps dazugekommen. Ich kann da leider nicht reingehen. Und hier ist noch ein App Store. Da kann ich reingehen. Weil das haben wir auch schon angezeigt. Das ist AppDroid, was wir auf dem Android TV kennt. Ja, das ist ein App Store, da könnt ihr euch dann halt. Gleichen wie bei Anime Lab funktioniert nicht. Ja, Google funktioniert auch nicht. Also, wenn ihr jetzt hier versucht, Google App vor Android TV runterzuladen, das funktioniert nicht. Weil ihr habt ja keine Google-Dienste. Das ist halt für AppDroid, das ist halt für die Google-basierenden TVs gedacht. Aber es ist ein schöner großer App Store. K-Punkt ist halt mit bei und ihr habt dann halt hier auch noch so ein paar kleine Spielchen mit bei. So Aufräumsachen habt ihr mal hier zum Beispiel Marvel Pinball. Ja, dann habt ihr verschiedene Kategorien. Yoga. Hier zum Beispiel Smart YouTube TV habt ihr damit bei. Da könnt ihr euch runterladen. Das läuft bei einigen älteren Fire TV Sticks. Älteren Android TV oder Fire OS TVs besser als die normale YouTube-App. Warum auch immer. Das habe ich schon von einigen gehört, dass sie da halt weniger Probleme haben und weniger Ruckeln haben als mit der normalen YouTube-App. Weil die älteren Geräte, die haben halt auch nicht so viel Power. Aber ihr seht ja, könnt ihr dann runterladen, installieren. Habt ihr dann noch ohne Werbung. So. Aber um das machen zu können, ich habe euch ja eben gezeigt, den Cloud und da könnt ihr dann APKs reinmachen. Das sind halt so eine Sachen und da könnt ihr das ihr dann rein theoretisch machen, wenn ihr das wollen würdet. Aber wir müssen nochmal auf einstellen: mein Fire TV, ach Quatsch, nicht einfach. Entwickleroptionen, unbekannte Quellen installieren und dann müssen wir haben ja beim Downloader okay gesagt. Ich habe hier noch APK, das ist übrigens eine Android, eine Amazon-App. Die ist direkt von Amazon. Die nennt sich APK-Sicherung. Und hier haben wir den AppDroid. Und da gehen wir dann einfach einmal rauf und dann machen wir Mensch an, dass wir dann halt auch daraus Sachen installieren können. Diese Sicherung ist halt, um Apps zu sichern. Damit werde ich mir dann halt vom alten Fire TV meine Yovindo-App wieder zurückholen. Die kann ich dann hier starten. Also nicht hier drinne. Die taucht komischerweise nicht bei meinen Apps auf. Beim alten Fire TV Cube schon. Hier taucht nicht auf. App-Bibliothek. Ich weiß nicht warum, aber die wird hier nicht mehr angezeigt. Und wenn ich jetzt halt hier auf meine Apps gehe und dann auf installierte, ich habe jetzt zum Beispiel 8,87 GB frei von 12,70 GB. Also der Speicher wird langsam eng. Ich habe jetzt so das Nötigste drauf, aber K-Punkt nimmt, ist noch nicht fertig. Da kommen ja noch Daten dazu. Da geht locker mal ein Gigabyte weg.
Wo haben wir sie denn? Ach ne, ich habe sie überblättert. War hier oben, war sie irgendwo. Bei A. Da ist sie. So, können wir sie hier rüber starten. So. Und da ist er. Und da haben wir dann halt Sicherung und dann. Na, wo ist meine Fernbedienung jetzt hier? Achso, die ist für das Gerät nicht mehr kompatibel, so wie es aussieht. Weil ich kann hier nicht mehr steuern. Ach doch, jetzt geht's. So. Senden, Sicherung und da kann man halt jede App, die man hier hat, kann man sich dann sichern. Und dann kann man sie halt später, wenn man sie wieder braucht, wieder zurückholen. Oder halt auf einem anderen Fire TV zurückholen. Ja, weil das ist ja jetzt neu, dass Amazon sagt, ja, wir bieten dir an, du kannst deine Apps und dein Menü so wieder machen wie auf dem Gerät davor. Das gab es ja früher nicht oder nicht so gut. Und da musstest du dann jede App einzeln wieder im Amazon Store suchen und hast die gesehen. Und so hast du dir einfach einen Ordner angelegt mit deinen Apps, hast die alle in Ruhe gesichert, hast du auf neuen Fire TV, bist du ruf, wiederherstellen, hast du alle wiederhergestellt und dann war dein Fire TV wieder wie du gewohnt hast und wie du zufrieden bist. Da aber hat Amazon sich schon gebessert. Ach, wartet mal, ich muss mal kurz Akku wechseln. So, Akku gewechselt. Dann kann es weitergehen. Mit der Fernbedienung. Da. So. Also ich bin jetzt so vom Neuen eigentlich sehr zufrieden. Also es läuft schnell. Das, was mich ein bisschen stört, ist, ich habe eben ein bisschen rumgespielt noch, wo ich Akkus gewechselt habe, beziehungsweise geladen habe. Ich kann jetzt zwar zum Satelliten wechseln, aber ich kann den Receiver nicht ausmachen. Also wenn ich rüber wechsle, geht er an. Ich komme auch in ein Menü rein, habe ich jetzt gekriegt, aber ausschalten kann ich ihn nicht. Das ist halt ein bisschen nervig. Da müsste man nochmal gucken, dass man da vielleicht, da wäre halt hier oben ist doch noch Platz. Hier oben ist doch noch Platz. Mach doch da noch einen Ausschaltknopf für die Geräte, wo man gerade drauf ist. Das wäre halt ganz gut. Weil so musste er trotzdem immer noch die andere Fernbedienung nehmen. Also wie gesagt, das ist hier zum Beispiel, das ist jetzt die Fernbedienung von meiner Soundbar. Die habe ich jetzt bestimmt, die liegt unterm Tisch oder im Schrank hat sie gelegen bis vor kurzem. Die habe ich die letzten Jahre nicht benutzt. Also ich habe zwar eine Fernbedienung, aber ich habe die jetzt das letzte Mal heute benutzt, halt, um das einzustellen, um die Quelle zu wechseln, was vorher nicht nötig war. Und davor habe ich das letzte Mal die Fernbedienung benutzt vor 5-6 Jahren oder so. Kurz nachdem ich die Soundbar da eingestellt hatte. Aber sonst mache ich es entweder über die App oder halt über die Fire TV Fernbedienung. Ich habe die Soundbar geht automatisch an, wenn ich den Fernseher anmache. Ich kann laut leise stellen. Die Soundeinstellungen habe ich über die App gemacht. Seitdem sind die Soundeinstellungen sind okay. Die geht an, wenn sie angehen soll. Geht aus, wenn sie ausgehen soll, wenn ich den Fernseher ausmache. Und da brauche ich die Fernbedienung nicht mehr. Ja, das ist halt. Auch die Fernsehfernbedienung, die habe ich damals kaum benutzt. Gar nicht über Fire TV gemacht. Mit dem neuen Fernseher ist das halt ein bisschen problematisch. Da funktioniert das nicht, dass ich mit der Fire TV Fernbedienung alles benutze. Aber ich kann mit der Fernsehfernbedienung auch den Fire TV benutzen. Naja, aber die kann man wenigstens aufladen. Da muss man sich noch was einfallen lassen. Aber so läuft es ganz flüssig. Ihr seht, ihr könnt alles weiterhin nutzen. Aber wie gesagt, unbekannte Quellen aktivieren und dann müsst ihr dann bei den unbekannten Quellen auch, also da müsst ihr reingehen. Es ist nicht mehr so, dass man einfach sagt, ja, unbekannte Quellen aktivieren. Nein, ihr müsst die Apps aktivieren, die unbekannte Quellen installieren dürfen. Und das funktioniert nicht bei jeder. Aber es funktioniert zum Beispiel bei Tagesschau. Bei der Tagesschau-App, da kann man das sagen, obwohl die halt nichts installiert. Aber okay, sehr kurios. Auch das Einstellen hat jetzt alles super funktioniert. Ich kann jetzt halt jederzeit rüber wechseln, zurückwechseln von dem, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, habe ich jetzt ausgemacht? Ja, gut.
Ich mache jetzt mal über die Fernbedienung, damit nicht eure A-Punkte andauernd anspringt. Ja, nicht wundern. Wechsel zu PlayStation. Dann müsstet ihr jetzt hier gleich den Controller-Symbol sehen, weil das hier angepasst ist im Menü von Samsung, dass man halt nicht nur Namen hat, sondern auch ein Symbol. So, da seht ihr einen Controller. Wechsel zu Blu-ray-Player. Jetzt Zu diesem Eingang kann ich nicht wechsel wechseln. zu Blu-ray-Player. Zu diesem Eingang. Wechsel zu DVD-Player. Zu diesem Eingang kann ich nicht wechseln. Wechsel zu HDMI 3. Da macht er, da muss ich dann noch gucken, warum er denn halt da ab und zu Probleme macht. PlayStation HDMI 3, 1 ist ja wieder Fire TV. 2 habe ich jetzt nicht, weil ich habe die Skybox ja hier angeschlossen. Dann wechsel zu Blu-ray Player. Zu diesem ein. Wechsel zu Fire TV. Wartet mal, wir müssen mal gucken. Ihr könntet auch nämlich ganz einfach machen. Ach, Blu-ray heißt es nur. Wechsel zu Blu-ray. Nicht Blu-ray Player, Blu-ray. Das ist. Naja. So, wir sind jetzt bei Blu-ray Player, aber wir wollen ja wieder zum Fire TV zurück und wir könnten jetzt rein theoretisch können sagen, no, Wechsel zu Fire TV, können aber auch sagen, Home. Einfach nur Home. Und dann kommt, egal wo ihr seid, ihr kommt direkt wieder zum Fire TV zurück in eure Startseite. So. Und deswegen hier, Prime Video, Netflix, hier werden mir Sachen halt vorgeschlagen. Auch hier bei Disney Plus werden mir Sachen vorgeschlagen. Ich kann dann runtergehen und die Sachen direkt darüber starten. Denn also das Profil dann vorher natürlich auswählen. Ja, auch bei YouTube werden mir Apps angezeigt. Funktioniert alles super. Ja, also deswegen habe ich halt diese drei, die könnte ich mir praktisch, diese drei könnte ich mir komplett sparen. Praktisch Prime Video, Netflix und Disney Plus. Die könnte ich mir hier komplett weglöschen und hätte halt Platz für drei weitere Apps. Ja, weil ich habe die Apps ja hier auf der Fernbedienung. Aber ich finde es halt schöner mit der Übersicht. Hier zum Beispiel, ach guck mal, Uncharted 4K-Version ist gerade dafür 99 Cent. Ja, das hätte ich so sonst nicht gesehen. Zum Beispiel. Ja? Und da hat man dann halt hier auch so ein bisschen Übersicht über die Highlights, die gerade da sind. Und ich brauche halt nicht in die Prime Video App erst reingehen oder so. Ich könnte jetzt natürlich, wenn ich das wegmachen würde, könnte ich mir Free dazu packen, Join dazu packen und 1 und 1 dazu packen. Ja, also 1 und 1, ach so, da muss ich ja auch noch anmelden, muss ich meine Anmeldedaten noch raussuchen. Das ist mein TV. Also ich habe ja Satelliten-TV, das ist meine Skybox. Und dann habe ich ja noch 1 und 1, das ist mein IPT. Ihr wisst, was ich meine. Online-Fernsehen gucken. War gratis damals zu aktivieren. Ist immer noch gratis bei meiner Mutter im Vertrag und ja. Bei mir und so. Und normalerweise kostet das jetzt Geld, aber wir verändern unsere Verträge nicht. Wir sagen einfach immer nur verlängern, verlängern, verlängern. Das gleiche wollen wir haben. Ich ändere an meinem Vertrag schon seit 4 Jahren nichts mehr. Weil der Vertrag, so wie er ist, gut ist. Ich mal lassen einfach nur weiterlaufen und dann mal noch einen Rabatt dann halt wieder vielleicht aktivieren oder die Box halt für einen Schmarrntaler oder halt für ein bisschen Rabatt kriegen oder so. Sonst ändere ich da nichts an meinem Vertrag. Ja, wie gesagt, Explore werde ich euch verlinken, das ist eine gute App. Was auch interessant ist vielleicht für euch ist, achso, die Infomar geht ja nicht hier bei dem. Ja, der hätte euch Informationen angezeigt. Es gibt halt auch Apps. So Just Watch kann ich euch zum Beispiel empfehlen. Das könnt ihr in der Omi brauchen.
Es gibt Apps im App Store von Amazon, wo ihr zu bestimmten Sachen gleich hinkommt. Zum Beispiel Einstellungen, Apps oder was weiß ich, irgendwelche. Und die könnt ihr euch einzeln runterladen und dann natürlich auch hier oben hinballern, damit ihr einen Schnellzugriff habt. Ja? Zu dem jemand, wo ihr dann öfters hin müsst. Developer-Tool-Menü, das ist halt, das kann ich euch ja mal zeigen. Wir können jetzt hier zum Beispiel sehen, dass wir HDCP 2.2 haben. Wir haben eine Auflösung von 4K, also 2160 mit 59,94 FPS. Ja, wir können erweiterte Optionen einschalten. Da haben wir dann hier oben dann noch da sehen wir die Bitrate und Hardware und ja. Aufnehmen und teilen. Da können wir dann jetzt hier auch aufnehmen und teilen, wenn wir das wollen. Wollen wir jetzt nicht. Nur Speicher weg. Sichere Zone. Das ist halt diese hier, was außenrum gezeigt wird. Entwickleroptionen. Wartet. So. Haben wir, also hier steht Entwickleroption auf aus. Obwohl wir sie anhaben. Wenn wir jetzt, zack. Entwicklerzeilen können wir jetzt hier anmachen. Und dann haben wir hier, bitte wähle einen Paketname und da können wir dann halt hier Empfehlungen der Entwicklerzeile auf diesem Paket einstellen. Okay. So. So, Entwickler-Empfehlungen können wir auch noch löschen, die wir jetzt gerade gemacht haben. Wir können auch noch ein Netzwerk-Proxy machen. Ja. Und sonst haben wir hier nur die Crunchyroll und TikTok und so. Wir haben dann noch hier unten APK Backup Store, Amazon Fire TV, YouTube, Just Watch, Explore, Apple TV, ProSieben. Ja, das sind dann halt so die Adressen. Odintalk. Odins Thron. Ach, alles klar, das ist ja meine K-Punkt-Version. So. Und dann können wir auch hier wieder zurück. So, das jetzt so, okay. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, es bleiben jetzt die Informationen angezeigt. Ihr seht ja die Entwickleroptionen, die sind immer noch an. Also da hat sich jetzt nichts geändert. Und wenn ihr das dann wieder ändern wollt, dann geht ihr wieder auf Apps. So. Hoppala, falsche. Nee, doch, das richtige. So. Hier habt ihr dann noch, könnt ihr dann nochmal zurückgehen. Hier haben wir das Tool-Menü, können wir auch schließen. So, hier haben wir dann, kommen wir dann auch noch zu weiteren Sachen. Wireless File Manager, da kommen wir dann, ich zeige euch da jetzt nur die Bilder. Ja, da kommen wir dann halt gleich zum File Manager. Innerhalb des Fire TVs. Das sind auch alles ganz normale Amazon-Apps. Hier Background und Explorer und da kommen wir dann immer nach Hause. Oder, also da gibt es für jedes. Hier Fire Explorer zum Beispiel. Da kommt dazu, gibt es für jede Sache im Fire TV gibt es da eine App. Hier, nicht, die hat er jetzt nicht gefunden, das Backup. So, was haben wir hier? App List Manager, das, dann haben wir ja noch. Was? App List for TV. Kalkulator haben wir hier noch. Ist halt ein Taschenrechner. Die meisten sind halt gratis. Find me IP. Da können wir, geht nicht. So, da haben wir dann hier zum Beispiel File Explorer Ordner, den wir dann halt. Und dann können wir dann halt hier.
Und das gibt es halt für alles, gibt es das halt. Hier zum Beispiel App Info Manager. Da haben wir dann halt Infos zu allen möglichen App, die uns dann angezeigt werden, die wir installiert haben. Wi-Fi Setting, da kommen wir direkt zu Wi-Fi Setting, seht ihr das? Und dafür gibt es halt auch eine App, dass wir da halt direkt hinkommen. So. Machen wir das mal aus. So. Ja, das machen wir direkt an. So, und dann können wir auch rausgehen. Also es gibt schon viele nützliche Tools. Mal gucken, wie er sich jetzt schlägt. Jetzt müssen wir erstmal die Apps alle einstellen. Ich muss mich jetzt hier überall Netflix, Disney Plus, YouTube, Pure VPN, muss ich mich erstmal überall anmelden. Pure VPN, ist ein guter VPN. Damit habe ich für einen Kumpel halt YouTube Premium gemacht, wenn er versteht. Man muss schon sagen, also flutscht schon ganz gut. Was so schön ist, dass hier, ich habe hier Nachrichten, ne? Hat er alles installiert. Alle verwerfen. So. Grafik sieht auch okay aus. Müssen wir mal gucken. So. Alexa Heimkino, verwalte dein Heimkino-System Einstellung für Fire TV Echo Geräte. Ach, das ist jetzt neu. Ah, okay. Da waren wir vorhin schon drin. Das ist, dass du dann halt hier noch Lautsprecher dazu stellen kannst. Bildschirmschoner. Ich lasse den ganz normal, den mit den Bildern drin, weil da sind süße Bilder mit bei. Automatisch 4K? Nö, wir machen direkt 4K. Kann alles 4K sein. An Original anpassen. Wollen wir ja nicht. Nee, warte mal, wir machen mal 10 erstmal, sind wir ja da drin. Ich will mal erst langsam durchtesten, wie die sich verhalten und ob der eine länger braucht als der andere, bis alles da ist. Automatisch lassen wir drin. Das ist kalibriert. Immer hochskalierte Bilder, HDR. Alle Inhalte werden auf unterstützten HDR-Fernsehern hochskaliert. Ja, das will ich ja testen. Weil das soll ja, das gab es schon bei dem Fire TV Cube davor, aber das soll wohl hier jetzt noch besser sein. Alle Inhalte werden so wiedergegeben, dass sie Originaldynamikumfang entsprechen. Oder HDR deaktivieren. Wähle die Option, wenn beim Abspielen von HDR-Inhalten, Filmen oder Probleme mit der Helligkeit auftreten. Nö. Schalte den Fernseher, habe ich auf automatisch. Automatisch in den Spielemodus, wenn du unterstützte Spiele-Apps und verbundene Konsolen benutzt. Habe ich auf automatisch, habe keine Spiele drauf und habe keine verbundene Apps. Aber falls mal was ist, kann ich nichts machen. Verhalten im Ruhemodus. Kein Signal. Im Ruhemodus wird das HDMI-Signal abgeschaltet und den Energieverbrauch zu senken. Oder wir können also machen hier dieses hier. Und zwar schwarzer Bildschirm. Im Ruhemodus werden weiterhin per HDMI Informationen an deinen Fernseher übertragen und ein schwarzer Bildschirm wird angezeigt. Verwende diese Einstellung, um die Aufweckzeit deines Bildschirms zu reduzieren oder wenn du bei ausgeschalteten Bildschirmen Audio hören möchtest.
Ja. Super Auflösung. An oder aus. Das ist nämlich auch dieses Neue, also hört auch dazu, diese Auflösung automatisch für ein schärferes Bild erhöhen. Jo, das klingt doch ganz gut. Audio. Best verfügbare lassen wir drin. Erweiterte Audioeinstellung. Dialoge sollen lauter sein, das mag ich eher. HDMI-Gerätesteuerung, CEC. Auf jeden Fall. Wir wollen hier steuern, Audio und Video. So, da wird uns jetzt alles angezeigt, nochmal was wir können. Dolby Vision können wir nicht, aber wir haben HDR 10 Plus, / HLG, 60 Hertz, 4K und hier Dolby Mat, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, PCM Audio. Und dann können wir jetzt hier raufdrücken und dann ruft der ein YouTube-Video ab. Jetzt sieht es besser aus. Vorhin sah es nicht so gut aus. Wir hatten es ja schon mal geguckt. Jetzt sieht es wieder gut aus. Und wir können mal, wo habe ich denn die Fernbedienung? Da. Können ja mal gucken wegen den Eigenschaften. So, Informationen. Wir sind bei 3840 zu 2160. Also 4K mit 60 FPS, HDR, dann haben wir so ein Tonsymbol, Mensch, könnt ihr mal länger da bleiben, DTHD, UHD, ja, also wir haben halt auch Dolby Atmos. Kommt jetzt mit der Soundbar jetzt nicht so gut. Der Fernseher kann auch Dolby Atmos. Der hat hier hinten da drei Lautsprecher da und dann irgendwie so ein Bass und so. Kann ich halt noch nicht testen, weil ich noch nicht höre. So, aber so konnten wir das vernünftig testen. So, dann haben wir noch HDMI Endgame Pass-Through. Das wollen wir anmachen. Wenn Fire TV Cube eingeschaltet ist, wird das HDMI-Signal an ursprüngliche Audio- und Video-Informationen an das Quellinhalt, was? Ach, ursprünglich Audio-Video-Format des Quellinhalts des Gerätes an HDMI-Eingang, Kabel, Satellitenreceiver, Spielekonsole angepasst. Befindet sich Fire TV im Ruhemodus, empfängt das Fernsehgerät kein Signal. Dann haben wir mit den Einstellungen alles fertig. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt auch. Vielleicht mache ich nachher nochmal ein Tipps und Tricks Video und kurzes mit so 14 Tipps und Tricks. Weil da fragen ja auch mal nach einige Leute nach einigen Sachen. Dann könnte man das noch abhaken. Jetzt muss ich erstmal K-Punkt einrichten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich kann einige Sachen, darf einige Sachen nicht zeigen, sonst wird das Video gelöscht. Aber vielleicht mache ich auch nochmal ein kurzes Video. Wenn das gelöscht wird, scheiß mal drauf. Und ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich teste den jetzt erstmal. Also ich muss sagen, das Bild sieht auf jeden Fall, wenn ich jetzt, ist aber jetzt nur mein erster Eindruck. Wenn ich jetzt so direkt davor stehe, sitze und jetzt die Maske gesehen hat, also den Typen gesehen habe, das sieht schon besser, ein Stück besser aus als auf dem alten Fire TV. Bloß hier die Schrift. Hier, die ist hier, also die Icons. Wenn ich hier so davor bin, sehe ich, dass die verpixelt, also die Schrift ist nicht, also die ist verpixelt. Ein bisschen, also das sieht alles so ein bisschen ausgewaschen aus. Das siehst du natürlich nicht, wenn du auf der Couch sitzt. Aber wenn du jetzt so direkt davor bist, dann siehst du das. Auch hier so den Farbüberlauf und so. Also, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Wir können ja mal,
können ja mal einfach nur so, bevor wir hier wirklich Schluss machen, einfach mal den alten Fire TV starten, weil das habe ich nämlich nicht so im Kopf, ob das bei dem im Menü genauso war. Weil das würde mich jetzt mal interessieren. Ach so, dann, ach Gott. Muss ich die Quelle dann wieder verschieben? So. Der startet jetzt erstmal. So. Gerät wird erkannt, ja, ich weiß. AB-Taste, Samsung und Fernbedienung, Gerät PC ist. Was? Fernbedienung? Wenn Ihr Gerät ein PC ist. Nee, ist es kein PC. Später. Wir passen Bildqualität. Das war jetzt vom Fernsehen, dass er die Bildqualität anpasst. So, jetzt haben wir das. Nee, doch, hier ist es auch. Hier ist es auch. Ich mache mir nochmal das Bild von dem Typen dahin. Da. Okay. Abmachen. So. Jetzt warte ich mal kurz ab, dass der erstmal startet, dass er dann erkennt, dass es ein Fire TV ist. Ich mag das nicht, wenn im Menü da nicht dieses Amazon-Symbol ist. Nein. So. Ja, hier hat er jetzt gerade nicht die richtigen Einstellungen. Er kommt aber noch, er ist noch nicht ans Start. Gucken mal, was die Infotaste sagt. HDR, DTH, ja doch. Aber sollte eigentlich gleich. Da sein. So. Ja, das Bild. Sieht nicht so schön aus, wie ich es eben hatte. Wir gucken mal, ob hier alles noch eingestellt ist. CEC an. Audio-Video-Inhalte, Diagnose. HDMI-Pursue an. Bildschirm. Wir haben auch 4K. Bis 10, aber wir machen bis 12. Farbraum automatisch. Also da sollte man jetzt auch nichts machen. Das ist halt nur RGB für ältere Fernseher. Wenn da irgendwie Fehler auftreten. Und
Auswählen, um Farbfunktion zu aktivieren, wenn Fernseher dieses Format nicht unterstützt, wird dein Bildschirm möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Ja, das ist halt für die älteren Geräte. Hier wird zwar bei mir unterstützt alles, aber auf automatisch seid ihr besser dran. Jetzt kommt er langsam. Aber der hat halt nicht die richtigen Einstellungen, weil der Fernseher noch nicht erkannt hat, dass es der Fire TV ist. Weil der speichert ja seine Einstellungen. Und bei dem Fernseher ist es halt so. Dass der separate Einstellung für SD-Material und für HDR-Material hat. Also da muss man das Bild halt öfters einstellen. Na komm, hier jetzt hier. So. Und ich könnte jetzt so sagen, ja, dann wird er jetzt als PC erkannt. Dann habe ich hier auch so ein PC-Symbol. Und dann seht ihr hier, kommt wieder dieser Text und dass es automatisch angepasst wird. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders wie eben. Ihr seht hier, die Schatten sind hier ein bisschen mehr. Jetzt kommt jetzt wieder der Teller, weil er merkt, das ist hier alles 4K und so. Jetzt holt er sich die Einstellung hin. Aber ich möchte, dass da wieder Fire TV steht. Ja, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen rummetern müssen. Vielleicht nochmal einen Neustart vom Fire TV machen, während alles angeschlossen ist. Vielleicht erkennt er dann im Starten, dass es ein Fire TV ist, aber das ist so eine Samsung-Macke. Hatte ich mit meinem alten Fernseher auch wieder. Wenn du da öfters die Quellen umgetauscht hast, dann hat er da Probleme gemacht. So, Universalfernbedienung einrichten. Start. Dann kann man dann hier. Und da haben wir dann hier zum Beispiel Apple, Roku, Xbox, Nvidia, Western Digital, D-Link, Asus. Amazon ist aber nicht mit bei. Xiaomi. So. Und wenn wir hier Heimkino machen, nach Gerät suchen. Opala. Hersteller Samsung, Bose, Harman. Hier steht auch alles Mögliche drin. Genau wie bei Blu-ray Player. Direkt mit dem TV verbunden. Dann haben wir auch hier die ganzen Blu-ray Player, die sie unterstützen und so. Aber da sind dann halt ist immer alles anders. So, wir mal hier schnell. Neustart machen. So, aber nichtsdestotrotz ist schon lange genug. Hoffe ich trotzdem, dass es euch irgendwie gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.